Verena Bünden in Washington. Was hat Biden denn in seiner Rede gesagt? Er hat eine sehr kurze, sehr abgeklärte Rede gehalten. Er ist als Präsident ja auch durchaus in der Defensive wegen seiner Rolle in diesem Wahlkampf. Und er hat versucht, wieder ein bisschen Normalität zu vermitteln. Er hat gesagt, eine Wahl ist ein Wettbewerb zwischen zwei unterschiedlichen Visionen fürs Land. Und der Wählerwille muss unbedingt respektiert werden. Er hat betont, dass es eine friedliche Machtübergabe geben wird. Da gab es auch einen kleinen Seitenhieb auf Donald Trump. Er hat nämlich gesagt, man kann sein Land nicht nur lieben, wenn man gewinnt. Und er hat auch nochmal betont, wie fair und vertrauenswürdig die Wahlen sind und das Wahlsystem, wo man eben sowohl verlieren als auch gewinnen kann. Ansonsten hat er versucht, Zuversicht zu vermitteln. Er hat gesagt, es ist okay, wir dürfen den Glauben nicht verlieren, wir müssen uns weiter engagieren. Und interessant ist auch, was er nicht gesagt hat. Er hat nämlich kein Wort zur eigenen Rolle gesagt, kein Wort darüber, dass er sehr lange an seiner Kandidatur festgehalten hat, was jetzt inzwischen auch in demokratischen Reihen stark kritisiert wird. Ja, ausgerechnet sein absoluter Gegner Trump wird ins Weiße Haus einziehen. Was hat Biden da für einen Eindruck gemacht? Wie sehr macht dem scheidenden Präsidenten das zu schaffen? Er hat sich das nicht so anmerken lassen, aber es muss für ihn ein ungeheuer bitterer Moment sein, denn er war es ja, der ganz scharf immer gewarnt hat vor Trump als demjenigen, der die Demokratie gefährdet, und dass ausgerechnet der jetzt von einer Mehrheit der Amerikaner mit dem sogenannten Popular Vote bestätigt wird, dass die sich alle für den Wechsel aussprechen und damit ja gegen Joe Bidens Politik, das muss ihn getroffen haben. Umso mehr, weil das Thema Demokratien gegen Autokratien wirklich ein Herzensthema ist von Biden. Das merkt man immer bei seinen Reden, dass er da wirklich Feuer fängt, wenn es darum geht. Und Biden muss jetzt eben zuschauen, wie Trump, der in seinen Augen autokratische Tendenzen hat, wie der in einem Triumphzug zurückzieht ins Weiße Haus mit der klaren Ansage, dass er das Land umbauen will und auch, dass er politische Errungenschaften von Biden rückgängig machen möchte. Konnte man bei der Rede auch heraushören, wie Biden sich das Scheitern von Kamala Harris erklärt? Nein, also er hat sich gar nicht zum Scheitern von Kamala Harris geäußert. Das hätte ihm auch nicht gut gestanden, weil er ja da durchaus auch eine schwierige Rolle gespielt hat in diesem Wahlkampf. Er hat sich bei ihr bedankt. Er hat sich für den inspirierenden Wahlkampf von Kamala Harris bedankt und hat ihren Charakter noch mal gelobt. Zum Thema Charakter, vielleicht der Hintergrund. Kamala Harris hat sich ja nie scharf distanziert von Biden, obwohl ihr das teilweise angeraten wurde, weil seine Regierung als unpopulär gesehen wurde. Hatte man ihr durchaus auch empfohlen, sich stärker abzugrenzen. Das hat sie nicht getan. Vielleicht auch mit ein Grund für ihr Scheitern, dass die Wähler sie eben doch als Bestandteil dieser Regierung gesehen haben und nicht wirklich als die Person, die einen Neuanfang, die einen Wechsel verkörpert. Wie sieht man das jetzt im Nachhinein bei den Demokraten? War es ein Fehler, dass Kamala Harris die Kandidatur übernommen hat? Ich glaube, es war nicht ein Fehler, dass sie 3 Monate vor der Wahl übernommen hat. Da hätte es kaum Alternativen gegeben. Es war sicherlich ein Fehler, so spät zu wechseln. 3 Monate vor der Wahl hätte es der Partei sicherlich nicht geholfen, sich in irgendwelchen Kandidatenfäden und Flügelkämpfen zu verzetteln. Da war Kamala Harris als die Vizepräsidentin nun mal die designierte Person. Man kannte sie. Sie hat sich auch sehr gut entwickelt in dieser kurzen Zeit des Wahlkampfs, hat beachtliche Reden gehalten. Sie hat eine Energie, eine Hoffnung, einen neuen Ton in den Wahlkampf gebracht. Sie hat junge Frauen beispielsweise ganz anders elektrisiert als Biden. Da kann man ihr eigentlich nichts vorwerfen. Die Kritik, die jetzt langsam laut wird, auch unter Selbstberatern von Biden noch anonym, die geht eher tatsächlich an ihn, an die Frage, wieso hat er sich so spät aus dem Wahlkampf erst zurückgezogen, wieso hat er sich so überschätzt. Er hat ja immer gesagt, ich bin der Einzige, der Trump schlagen kann. Und sein Umfeld hat ihn da auch sehr geschützt. Das muss jetzt im Nachhinein doch als Fehleinschätzung gelten. Und da gibt es durchaus Kritik, wieso hat er nicht von Anfang an gesagt, ich mache nur eine Amtszeit und rechtzeitig einen Nachfolgeprozess angestoßen. Da wird Biden jetzt damit leben müssen, dass er, der ja durchaus Verdienste hatte als Präsident, jetzt kurzfristig gesehen wird als derjenige, der das Timing hinten raus verfehlt hat. Ja, jetzt wird man sich bei den Demokraten nach dieser Niederlage neu aufstellen müssen. Gibt es da schon Hinweise, wie es weitergeht?
Also ein Weiter-so kann es ja gar nicht geben. Das war zu ernüchternd, dieses Wahlergebnis, wenn man sich überlegt, dass weniger Frauen für die Frau Kamala Harris gestimmt haben als bei der vergangenen Wahl für den Mann Biden. Dass von den klassischen demokratischen Wählergruppen auch viele zu Trump tendiert haben. Jeder fünfte schwarze Mann unter den Wählern und bei den Latino-Männern unter den Wählern lag Trump 12 Prozentpunkte vorne. Das ist schwierig für die Demokraten. Die müssen sich jetzt die Frage stellen, mit welchen Themen wollen sie in Zukunft welche Gruppen erreichen? Und das wird sicherlich ein längerer, schmerzlicher Prozess, der gerade erst angefangen hat. Danke, Verena Bünden in Washington.